Hallo und willkommen zurück zu Shoninjas Let's Plays und House Flipper. Wir haben in der letzten Folge ein Haus ziemlich grundauf reinigen müssen. Oh, ich habe sogar was verändern können. Mussten es sogar auch streichen, ein Kinderzimmer. Und haben damit jetzt einiges auch an Geld eingenommen. Jetzt will ich hier mal mein Haus ein bisschen auf Vordermann bringen. Kann nicht sein, dass ich hier alle Häuser von anderen Leuten schön mache. Aber mein eigenes sieht aus wie Scheiße. So, und dann holen wir uns jetzt auch gleich den nächsten Quest. So, Fenster müssten auch mal geputzt werden, scheinbar. Immer noch diese komische Ecke, als ob da irgendwas stehen würde. Ah, die Decke war auch schmutzig, gar nicht gesehen. Einiges noch an Flecken. Aber den Wischer hatte ich, glaube ich, auch noch nicht. Ich hatte bei mir bisher nur die Möglichkeit, genau. Das geht nicht weg. Dinger wegzuschmeißen. Aber den Wischer hatte ich noch nicht, als ich das hier gemacht habe. Wartezimmerheizung kaufen. Okay, sieht halbwegs wieder besser aus. Dass der Fleck nicht weggeht, wundert mich aber. Okay, der Rest ist kein Schmutz, sondern am Putz irgendwie was. So. Amanda Johnson. Amaranth, rote Wände. Bonjour, ich würde gern dem doch recht schlichten Haus, welches ich gekauft habe, ein wenig mehr künstlerisches Ambiente verleihen. Hätte gern einen Teil der Wände in Amarantrot. Die restlichen Wände würden perfekt in Grau aussehen. Ach, fast hätte ich es vergessen. Können Sie auch eine kaputte Steckdose reparieren? Okay, also es kommt immer was Neues dazu. Hallo, ich bin Mr. Mischmob. So, hier gibt es was zu montieren in dem Raum. Das ist scheinbar die kaputte Steckdose. Kriege ich nicht ab. Nächster Raum. So, hier scheint nichts zu sein, laut Aufgaben. Hier scheint, doch, hier scheint was zu montieren. Da ist auch eine kaputte Steckdose. Okay, das macht er automatisch. Und die Steckdosen muss ich scheinbar auch nur montieren. Kaufen musste ich sie jetzt nicht. Witzig. So, damit ist das Zimmer auch fertig. Streiche mit der Farbe Amarantrot. Boah, es ist so riesig. Mit der Farbe amarantfarbenes Abenteuer und grau. Es ist doch schon grau. Und hier ist nichts eigentlich. Und Outdoor ist auch nichts. Amarantrot. Na dann, Amaranth. Amaranth. Schön auf den Teppich, damit es auch ja dreckig wird.
ja, welches soll jetzt rot? Machen wir mal das hier rot. Obwohl, am Fernseher wäre doof. Die Wand. An der Spüle vielleicht auch, aber hier im Esszimmer will ich es, glaube ich, nicht machen. Ein neues Skill. So, weniger Farbe verschwenden. Von allen Sachen macht das mir hier bisher am wenigsten Spaß. Prozent mit den Farben Amaranth, Rotes Abenteuer und Grau. Hält bisher aber gut die Farbe. Jetzt zieht es trotzdem bis unten, obwohl die Küche davor ist. Prozent. Irgendwie verstehe ich die Quest noch nicht mit dem Grau. Es steigt auf jeden Fall, sobald ich streiche. Sprich, bisher muss ich alles rot machen. Ich weiß gerade noch nicht, ob sich das mit dem Skill gelohnt hat, mit dem Farben verschwenden. Weil ich werde jetzt trotzdem einen dritten brauchen und ich hätte wahrscheinlich auch so mindestens drei gebraucht. Und wenn ich jetzt eh noch einen kaufe, dann habe ich nichts gespart. Aber irgendwie ist das schon sehr beruhigend. Komm, wenn der jetzt halten würde, wäre geil. Nein, erst der. Ich bin bei 95%. Na, mal gucken. 888 Einkommen. Was passiert, wenn ich jetzt noch einen kaufe?
Okay, es steigt, weil ich die Aufgabe weiter erfülle. Geschafft. Warum ist die Pistole jetzt nicht hier, dass ich was verkaufen kann? So, hier sind wir fertig, da sind wir fertig. Draußen war nichts. Hier war nichts. Hier war nichts. Also wirklich nur noch dieses eine Gerät da montieren. Aber das hat irgendwie nicht geklappt. Ach so, weil das nicht richtig weg war. Eigentlich wäre es schlau, immer direkt danach zuzumachen im wahren Leben. Weil es sonst ja wieder rausrutscht. Aber er ist erst dann rangegangen, als ich fertig war. So, alle Aufgaben und ein neuer Skillpunkt. Böden verlegen kommt bestimmt bald, aber dann würde ich das jetzt mal noch nicht machen. Neue Mails. Ich grüße die ehrenvolle Renovierungsfirma. Seit einiger Zeit sind große Räume innen. Sogar mein Nachbar und der Nachbarnachbar hat einige Wände in ihren Häusern abgerissen. Ich möchte auch, dass einige Wände in meinem Haus verschwinden. Ideal hierfür sind die Wände zwischen dem Wohnzimmer und der Küche und dem Flur. Zusätzlich hat meine Nachbarin ihre Wände in hellblau streichen lassen. Ich will das auch. Ich vertraue ihnen, ich bin fest davon überzeugt, dass solch eine professionelle Firma kein Problem damit hat, dies schnell und kostengünstig zu machen. So, modifiziere Wände. Modifiziere Wände, 0 von 28. Die hier, da den Durchschlag, oder was? Damit man von der Küche... Also die würde ich jetzt nicht einreißen. Das Bad, Kinderzimmer nehme ich an. Schlafzimmer, oh, die Wand ist geil. Bad. Also eigentlich würde ich wirklich nur... Wenn man von da... Also die hier geht vielleicht. Stürze bauen, Wände bauen. Aha. Abreißen. Was ist ein Stürze? Okay, von oben was. Ich sehe das, okay. Kaputt. So, hier ist eine Tür. Ganz schön viele Kühlschränke, ey. So, im Badezimmer muss ich eigentlich nichts machen. Okay, das heißt Tür zu. Streiche mit der Farbe schläfriges Blau. Okay, hier soll gestrichen werden. Dann machen wir doch das erstmal. Schnellere Vergipsung, verlegen.
Montagen, vergipsen. Höhere Bezahlung, preisverhandelbar, klingt erstmal wichtig. So, schläfriges Blau. Oh nein, alles oder was? Das ist ein anderes Blau. Oh nein. Habe ich erwähnt, dass Streichen bisher am langweiligsten ist? Aber immerhin weiß ich jetzt, dass ich auch so rüberziehen kann, dass das auch geht. So, Farbe ist gleich alle. Ah, die blöden Stellen sind ja eigentlich die Fenster, würde ich sagen. Habe ich gleich fertig. Okay, wir brauchen neues Blau. Ich hoffe, es reicht. Es sind noch zwei volle Wände. Ja, sieht aber gerade gut aus. Könnte aber knapp werden. Prozent, okay. Noch nicht, mir fehlt irgendwo noch was. Ach so, hinter der Heizung. Unterm Fenster mal wieder, meine ich. Das wird nicht reichen. Doch, oh, gerade so. Okay, ich finde es ein bisschen zu blau. So, modifizierte Wände. Hier ist nichts, also Tür zu. Hier ist eigentlich auch, doch, hier ist auch was drin. 28. 35. Das gehört aber zu dem mit. So ganz weiß ich es ehrlich gesagt noch nicht, wie er es jetzt haben will.
Ich bin eigentlich froh, dass mein... Ah, auf der Minimap oben rechts sehe ich gerade was. Die ganze Wanze weg. Also alles, was braun ist. Okay. Ein neuer Skillpunkt. Schnelles Abreißen, Leistung gesteigert, verbesserter Hammer. Machen wir erstmal das. Alle Aufgaben fertig, obwohl die Wand eigentlich noch steht. Okay, also man kommt rein und ist quasi direkt im Wohnzimmer, Flur und... Esszimmer. Ja, warum nicht? So, ändert sich noch irgendwas an meinem Geld? Kann ich das jetzt hier noch schön machen? Sieht nicht danach aus. Dann Auftrag beenden. So, wir sind wieder bei fast 22 Minuten. Dann würde ich sagen, machen wir doch erstmal einen Break. Bis zum nächsten Mal.